Hallöchen, Popöchen. Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Mekko und wir spielen heute Sea of Stars und wir haben es geschafft, auf die Evermore Island Insel zu kommen. Jetzt haben wir Baumharz bekommen, okay. Und ja, wir kloppen uns jetzt so langsam voran, kommen immer mehr voran und ja, es ist interessant zu sehen, wie sich das Spiel entwickelt. Wenn du Bock auf das Video hast oder mehr Videos davon, dann lass du einfach mal ein bisschen Liebe da, Däumchen hoch, kommentieren, abonnieren. Ein kleiner Klick für dich und ich freue mich sehr, wenn du mit im MacPack bist. So, wir haben hier komische Gegner, die wir erstmal austesten. Okay, die sind nicht so Damage-behaftet wie die anderen beim letzten Mal, wo wir einfach nur wirklich einmal draufhauen brauchten. Mit einer Magiekugel. Jetzt müssen wir tatsächlich ein bisschen Gas geben. Ich habe jetzt auch nicht geguckt, wie viel Leben die haben. Ach, das geht doch. Oh. Okay. Läuft irgendwie doppelt an direkt. Da unten könnte ja noch was sein. Aha, siehst du, wären wir drüben gewesen, hätten uns geärgert. So. Boah, so viel mehr Verteidigung für ein Minus Magie. Da bin ich dabei. Da bin ich dabei. Da sind wir dabei. Das ist prima. So, und jetzt? Ah, dahinter. Okay. Was sind das für komische Viecher hier, ganz ehrlich. Kurios, aber cool. Wenn man einfach jemand noch mal treffen kann, ist ja schon sehr praktisch. Mhm. Aber ich will hier runter. Hä? Sagen, Alter, muss mich doch hier runterlassen, wenn ich das will. Kuriosum. Ingardium Kuriosum. Oh, müssen wir auch unbedingt mal wieder spielen jetzt, ne? Harry Potter. Valere und Reshan lernen den Kombo-Skill Arkan Monde. Ja, komm gleich in die Fassauen. Ah, da habe ich verkackert. Richtig daneben gesammelt. Hihi. Was hast du denn noch für entfernt ein zufälliges Schloss vom Ziel? Okay. Okay.
Sowas könnt ihr, ja. Da ist ja wirklich viel einfacher gewesen, wenn ich den Koch zum Heiler gemacht hätte. So, wofür ist der hier? Ah, der fährt dann wieder rüber. Dachte ich mir. Da steht einer. Hallo. Manche meinen, dies wäre kein guter Ort für einen Laden, aber ich wette, andere werden mir folgen. Komisches Quietschen hier. Ist ja richtig unangenehm in den Ohren. Ja, komm. Schmack hoch. Ach, hier unten. Wie komme ich da hoch? Hä? Nicht ganz merkwürdig gerade alles. Ah. Guck mal. Verstehe. Also ist das eine Ausrüstung gewesen oder was? So.
natürlich viele. Oha. Ja, der trifft ja alle. Das ist so ein... Egal, wir probieren es aus. Okay. Da sind natürlich jetzt auch echt viele Gegner hier, ne? Das müssen wir einfach mal sagen. Kriegen wir jetzt aber auch alle weg. Von daher. Parfait. Parfait. Melli? Ist leider draußen. Die könnte man da bestimmt beantworten. Ins Wasser springen. Mich gerade retten. So, einen nach dem anderen einfach wegballern hier aus der Welt mit einem Mondbumerang. Echt jetzt? Drei Säcke, das ist aber auch neu.
war der erstmal ruhig gestellt. Kielschuss, Junge. Kiel, Kiel, Kiel. Das hat aber gemacht. So. Ich habe übrigens hier ein wunderschönes Getränk, weil ich trinken wollte. Was soll ich denn mal tun? Prost. Da haben wir erstmal einen Angriff geblockt. Gucken, was wir jetzt mit einem Mal schaffen. Tja. So muss das Sinn, ne? So muss das Sinn, ne? Oh. Oh, da wird's aber interessant hier. Die Burg. Sven. Ninjetto, komm runter, hör auf zu flöten, sonst schieße ich die Flöte in den Hintern. Pinocchio, ey. Wenn der Mond hell auf die Berggaben scheint, Herbstgaben, der Gräuel aus Wurzeln und Blättern erscheint. Ich bin Darkwing Duck. Und jetzt bin ich unsichtbar. Ah ja.
Der kein Damage gekriegt, kein Magie-Damage. Aua. Dann versuchen wir so. Auch nicht. So. Auch nicht. Schmerzenszapfen. Auch nicht. Blätter werfen. Jetzt hat er keine Blätter mehr. Ah, jetzt kriegt er Damage. Na toll. Hör mal auf zu nerven. Oh, ich krieg direkt von hinten auch noch einen ab. Nein! Ach, Kurva Matsch. Hat den Falschen hochgeheilt. Na, jetzt können wir alle drei angreifen, das ist doch schön. Jetzt erstmal den Sonnenrang in die Fresse, Junge. Was hat er denn? Einen ultimativen Angriff. Ich hab keine Ahnung. Der große Adler. Och, wir wurden einfach fett hochgeheilt und der hat richtig in den Arsch gekriegt. Aber warum blinkt der jetzt so? Entschuldigung, excuse me. Aber you are blinking. Maybe I have epilepsy, verstehen Sie? And then it's very unangenehm.
to watch you doing this. Jetzt werfen sie ihre Blätter auf mich. Das war schon. Will er uns jetzt aufhalten? Vor 20 Jahren im Dorf von Mooncradle. Komm schon, Blue Graves. Wir verpassen sie, wenn du dich nicht beeilst. Warte auf mich. Da seid ihr ja, ihr Kleinen. Wir sind zu spät. Ich wollte die Rektorin in voller Rüstung sehen. Wie sah sie aus? So sagenhaft wie immer. Oh, wie lange dauert die Läuterung? Vielleicht sehen wir sie, wenn alle zurückkommen. Könnte sein. Die heutige Läuterung wird von der größten Gruppe durchgeführt, die jemals gegen einen Eremiten kämpfte. Rechne mit einer schnellen Rückkehr. Dann sollten wir uns vielleicht einfach hier hinsetzen, hm? Ah, vergesst aber nicht, eure Aufgaben zu erledigen, hä? Komm schon. Können wir nicht mal bei der Sonnenfinsternis eine Pause machen? Nicht, wenn ihr später mit den Zwillingen spielen wollt. Na gut. Jetzt seid brav. Ich kann fühlen, wie mich die Magie durchströmt. Du meinst, du fühlst das nicht immer? Dieses Prickeln? Nein, das ist neu. Ich würde Direktorin Moyara zugehen, beim Kämpfen zu sehen. Ich wette, sie wird den Eremiten alleine ausschalten. Könnte sie, aber die Zwillinge werden sich drehen, springen und ihre Waffen kombinieren, wie sie es uns gezeigt haben. Stimmt. Keine Sonnenfinsternis mehr. Sie müssen auf dem Rückweg sein. Hey, wenn wir groß sind, müssen wir dann auch gegen diese Monster kämpfen? Das ist der Plan, so wie bei allen anderen Kindern der Sonnenwende. Macht dir das keine Angst? Nicht wirklich, wir müssen das nicht alleine tun. Und was auch immer geschieht, ich werde dich beschützen. Das weißt du nicht, wahr? Brugraves? Oh, du schläfst. Ich halte Wache. Einige Stunden später. Sie sind zurück. Moment mal. Hilfe! Moraine ist schwer verletzt. Und nur Moraine hat überlebt. Wie es aussieht, wird es eine Weile dauern, bis er geheilt ist. Immerhin wurde der Eremit der Zwietracht vernichtet. Aber wir haben so viele verloren. Moyara und die Zwillinge. Moraine wird nie wieder derselbe sein. Hey, bedeutet das, dass er jetzt Direktor ist? Wer sonst? Alle tot.
Einige Monate später in der Zenith-Akademie. Konzentration, Bro Graves. Du wirst niemals stark genug sein, wenn du deine innere Magie nicht entwickelst. Ich versuche es. Dann streng dich an. Du bist so langsam. Hey, wie wäre es mit ein wenig Geduld? Misch dich nicht ein. Sonst was? Erlina? Das wäre für heute alles. Mürrischer alter Mann. Sollen wir abhauen? Du meinst jetzt sofort? Wieso nicht? Ich kann die Plattform bewegen, also kann ich vielleicht auch die verbotene Höhle öffnen? Besser als hier zu bleiben. Und du wolltest immer wie Moyara sein? Über 20 Krieger der Sonnenwende sind an jedem Tag gestorben und wir machen einfach weiter? Ich war dumm, ich will keine Heldin mehr sein. Ich wollte nie einer sein. Und egal was ich tue, für Moraine bin ich stets zu langsam. Ich fühle mich schrecklich. Ich weiß, Brugaves. Brugaves. Wenn es einen Ausweg gibt, finde ich ihn für uns. Tja, mir ist kalt. Und ich habe Hunger. Wir sind machtlos. Gut, gehen wir zurück. Üben wir uns wieder in Magie. Hurra! Tja. Im selben Jahr beim Wintersonnenwendenfest. Seht, der große Adler! Ein neues Kind der Sonnenwende wurde geboren. Lies den Namen vor. Valere. Komm, Valere, möge dich Loanas Macht schützen. Möge dich Loanas Nacht schützen. Sechs Monate später beim Sommersonnenwendfest. Habt ihr das gehört? Der große Adler, zwei Geburten an zwei Sonnenwänden in Folge. Ein gesegnetes Jahr. Warte, das ist bestimmt Zale. Lies den Namen vor. Zale. Oh, Wunder. Willkommen, Zale. Möge dich Solens Licht führen. Möge dich Solens Licht führen. Einige Jahre später. Haha, schon besser. Weiter so, Valer. Ja, ja. Hey, die Snacks sind fertig. Oh, esst ihr beide denn auch mit? Es ist genug für alle da, aber ich weiß nicht, ob ihr in unser Geheimversteck passt. Keine Zeit, wir müssen dem Direktor Bericht erstatten. Okay, aber bitte schaut nicht zu, wo wir hingehen. Der Verlierer spielt das Geschirr. Ich erinnere mich so gern an früher. Zale und Valer bringen mich immer zum Lachen. Wir sollten gehen. Unser nächstes Treffen ist bei dem Sonnenuntergang. Stimmt. Also, wirst du uns diesmal zuhören? Die Bürde eines Lebens als Krieger der Sonnenwende ist dir zu groß, oder? Wie wäre es mit einem Neustart? Was habt ihr denn zu bieten? Einen Ausweg. Wir glauben, du könntest unsere Bedingungen interessant finden. Interessant und ertragreich. Dann sprecht. Wir erledigen alles, doch nur Krieger der Sonnenwende können einen Blutmond beschwören. Aber diese Welt würde zerstört werden. Nicht ehe du sie zugunsten einer besseren verlassen hast. Könnt ihr Brugriffs Sicherheit garantieren?
Alina, ich... Natürlich. Es gibt auch Mittel, um zu vergessen, falls du das möchtest. Um zu vergessen und stärker zu... Um zu vergessen und stärker zu werden. Also, wie sieht's aus? Verräterschweine. Der Eremit des Kummers ist nicht so mächtig. Du weißt, wir schaffen das. Natürlich, aber dieser andere im Berg, der Erinnerung tilgt, niemand weiß etwas über ihn und er wächst schon seit langer Zeit. Die Akolyten täuschen uns vielleicht. Dafür wussten sie zu viel über die Matriarchen. Außerdem erklärt das einiges. Du siehst nicht, dass diese Welt ohnehin verloren ist. Moraine ist nie wieder der Alte geworden und die Kinder sind zu jung, um helfen zu können. Ich will Zael und Valer nicht zurücklassen und einem derartigen Tod preisgeben. Wir könnten aushandeln, dass sie mit dir kommen und bei dir leben. Würde dir das gefallen? Was, wenn sie ablehnen? Die Akolyten brauchen uns wegen des Blutmonds. Sie müssen es akzeptieren. Nicht sie, ich meinte... Hey, wartet! Sag fürs Erste nichts, wir reden später. Da seid ihr ja. Spielt ihr wieder in eurem Geheimversteck? Wir haben trainiert. Ich denke, ich kann jetzt Magie nutzen. Ist das so? Na, das war doch das der Anfang vom Spiel. Zael und Valer, ihr müsst verstehen. Bitte versteht. Guck mal, er ist gar nicht der Üble. Er ist nicht der Böse. Das ist sie. Sie ist der fiese Möb. Bitte? Warum? Aber die werden doch so. Also eigentlich werden die so breich. Da. Ja. Melli, sag mir mal, was Parfait ist. Was ist Parfait? Ja. Das weiß ich nicht. Deswegen frage ich dich. Wenn du warst in Frankreich, was ist Parfait? Voulez-vous Parfait? Voulez-vous Parfait ce soir? Parfait ist auf Eis. Ist Parfait. Ah. Zum Beispiel. Papa Parfait ist auf halbgefrorene Terrinen. Alle Terrinen sind doch sowas wie Suppen und sowas. Willst du mir eigentlich sagen, dass man eine halbgefrorene Terrine futtert? Wer macht denn sowas? Sülzen ist auch ein Parfait. Kurios. Spitzebogen. Freunde, ich kann da nichts für. Freunde, ich kann da nichts für. Au. Bitte, ich werde schon wieder geschlagen. Pastete. Du hast einen Ninja-Seestern gefangen. Aha. Na dann. Eine Pastete im Wasser. Liederpilz-Sumpf. Paprika. Oh, du lässt wieder wach. Ich habe gespielt, solange Jule Mittagsschläfchen gemacht hat. Jetzt ist sie wieder wach. Aber die Folge ist ja eh gleich rum, von daher alles gut.
Drehgrätsche. Aua. Dann holen wir halt noch mal neue. Ninja-Pilzschildkröten mal platt hier. Oh, komm, 3 HP hat er noch. 3. 3. Mit dir. Könnt noch nicht speichern, ist euch das aufgefallen? Komm, diesen Speicherpunkt machen wir noch. Oh, so wenig resistent gegen Gift. Okay. Was halt den? Auch resistent. Na, damit habe ich nicht gerechnet. Dann spielst du immer noch Fortnite. Alter Fortnite-Junkie. Get on my level, sagt er. So, Safe Game hätte ich gern. Safe Game hätte ich gern, Freunde. Die Folge ist nämlich eigentlich zu Ende, du. Flüchten vor den Ninjas. Aha. Oder schön, wenn man das Spiel alles insgesamt ein bisschen schneller spielen könnte. Schade. So.
Level Up. Wer hätte das aber erwartet? Jetzt kann man nur hier so Sachen wählen, ha? Huh? Du bleibst einfach Tank jetzt. Ich hab dich zum Tank gemacht, du bleibst ein Tank. Den können wir leveln? Okay. Also ich habe hier einen Hebel gedrückt. Kann aber jetzt hier nirgendwo rüber. Los. Hä? Kann ich das verstehen? Aha. Komm ich jetzt darüber? Hä? Ich will alles langsam nicht logisch hier. Was habe ich übersehen? Das Ding ist aufgegangen, ja moin. Können wir jetzt speichern? Ich schwöre euch, ich ziehe die Folge durch bis zum Safe Point. Ist mir egal. Auch wenn die Pilze alle lächeln, ist mir egal. Sirup. Lecker. Oh shit. Ich kann jetzt einfach nur durchtappen die ganze Zeit. Ich spam einfach A, wie ein Weltmeister. Ist mir egal. Seht ihr? So einfach läuft das. Prost. Junge, 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 Junge. Piet Stachel. Alle weg, oder? Ja, noch mal am Vollgas. Oh, ihr könnt noch mal angreifen. Frechheit. Und weg mit dir. Du Schmutziger. Tschüss.
Kreis des Ninjas. Also was für dich hier, oder? Kombo-Punkte werden 10% schneller aufgebaut. I don't know. Muss mal jetzt sehen, wie man das mit den Kombo-Punkten so sieht. Also. Ja, ey. Ist das ein Irrgarten hier? Und ja, sowas zum Speichern, ne? Das ist noch das Frecheste überhaupt. Darf man auch mal speichern? Oh, schicki boing. Hey, wo sind wir jetzt, Alter? Wird langsam komisch hier alles. Oha, oha, das war unfair. Keine Lust jetzt die ganze Zeit hier zu kämpfen. Irgendwie will ich das skippen. Ich habe links alles übrig gelassen irgendwie. Was mit dem ganzen Stuff, der da noch links war? Nein, lass mich in Ruhe. Da war doch noch mehr, oder bin ich doof? Also die Folge geht schon eine Stunde. Das ist gut. Wie gesagt, wir hören hier erst auf, wenn hier ein Safe Game ist. Auch wenn ich Mecker von Melli krieg. Ich habe gesagt, auch wenn ich Mecker von dir krieg. Noch runter, komm. Wir müssen nämlich so eben da oben direkt. Ach, das war's nur? Oh lol, Alter. Wegen zwei Pilzen. Oh. Oh. Muss ich den da wegkloppen? Der frisst doch da irgendwas, oder? Was hat er da? Ja, mal erstmal kalt gemacht. Ich bin sofort fertig, Schatzi. Keine Ahnung, nichts für euch. Ich komme kein Safe Game.
C50, Ben. Sag mal ja. So, was hat der da unten? Worauf kaut der da rum? Ah, kann man doch nie aufheben. Also eine Frechheit, sondern das gleich in die Scheiße hier. Alles umsonst gemacht. Ich hätte jetzt gerne ein Safe Game. Aber da unten war doch noch eine Tür. Braucht man schon wieder komische Dinge hier. Denkt ihr, hier lebt jemand? Leuchtet ja drin. Oh. Yomara, willkommen, willkommen. Ich bin Yomara, eine einfache Einsiedlerin. Ja, wir haben deine Schwester schon getroffen. Bitte, kein Grund für diesen Ton. Omayas böse Angewohnheiten sind eben jene Omayas. Ich bin nur eine neutrale Beobachterin des Weltgeschehens. Ah ja. Du bist eine Seherin, nicht wahr? Bedeutet das, wir bekommen wieder eine Prophezeiung? Ja, wenn das nicht der Kriegerkoch ist, hä? Ich habe euch erwartet. Bitte nehmt euch eine Frucht von meinem Baum. Ich habe Schneewittchen gesehen, wir tun das nicht. Wirklich? Sehr gerne. Nein, habe ich gesagt. Aber nur eine. Der Geschmack ist genial. Wie heißen sie? Birnen. Tja, ich würde Birnen nie zum Kochen verwenden. Sie sind einfach perfekt, so wie sie sind. Ich wusste, du wärst der Auserwählte. Hm? Es hat seine Vorurteile, eine Seherin zu sein. Man weiß zum Beispiel, wer eine frische Birne zu schätzen weiß. Hm? Also, das war's? Ja, die Fäden des Schicksals verraten mir selten etwas über die nahe Zukunft. Ich kümmere mich nur um größere Handlungsstränge. Tut mir leid, ich habe keine Weissagungen für euch. Oh, du! Du bist... Ich spüre eine kalte Brise. Wieso kommt ihr nicht rein? Hä? Welcher Band war es nur? Vielleicht irgendwo bei den älteren Sachen? Oh, der Geist, der die Nacht trägt. Damals war ich etwas zu motiviert für die, mit den Titeln. Uralte Angst. Nee, das war doch nicht. Ja, das ist ja Warte der Jahreszeiten. Ah, da ist es ja. Ätherische Erscheinung Band 2. Mal sehen. Ah ja, ich erinnere mich. Ja, da war ja. Ist noch eine Prophezeiung. Aufregend. Unsterblicher Alchemist tritt vor. Surprise. Wie bitte? Du kannst dich gerne für einen Gott halten, aber auch du bist unweigerlich an Schicksal gebunden. Und jetzt hör gut zu. Auf deinen Reisen mit diesen jungen Abenteurern wirst du die Toten eines vergessenen Volkes treffen. Unter ihnen wird einer darum bitten, mit den Kriegern der Sonnenwende kämpfen zu dürfen. Sei wohlgesonnen, denn die felsenfeste Hingabe dieses Wesens ist der Schlüssel zu einer großen alchemistischen Tat, die du noch nicht erreicht hast. Hä? Wovon redet sie? Lebendiges Glas. Kann das wirklich sein?
Danke, alte Moor. Das waren alle. Das wäre alles. Ich habe einige Items zum Verkauf, falls ihr Bedarf habt. Nutzt auch die Feuerstelle, um zu kochen oder zu rasten. Oh, und ihr braucht einen Schlüssel, um weiterzukommen. Hier. Yomara Schlüssel erhalten. Danke. Danke, Yomara. Alles Gute. So. Dann speichern wir und ans Ende im Gelände. Lasst ein bisschen Liebe da, Däumchen hoch, kommentieren und vor allen Dingen abonnieren. Tschüss.